Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir sind von unserer Loot-Tour zurückgekommen und haben hier mal so ein bisschen abgelegt. Erstmal zwischendurch, weil wir schon ziemlich viel hatten. So, ich habe hier gebaut und zwar genau hier die Reparaturkits, dann die Piken. Mal gucken, ob 35 reichen, denn ich laufe jetzt erstmal ganz kurz zur Zombie-Falle rüber und check da mal die Lage. Hier haben wir noch was zum Ablegen. Komm, so viel nehmen wir nicht mit. Sprit kommt mal dahin. So, Reparaturkits bunkere ich die immer hier. Habe ich die alle mitgenommen? Wenn ich das jetzt auch so genau wüsste. Alles klar, ich glaube, ich denke mal, ich habe alle mitgenommen. So, dann packen wir die Rest wieder hier hin. So, da ist nichts mehr. Achso, ich wollte doch Munition ablegen. Ah, sehr schön. Dann haben wir hier wieder einen Stack voll. Ach komm, dann nehmen wir die noch mit. Da haben wir noch 115. Genug Pfeile, Federn auf Tash. Spitzen haben wir gar keine mehr, ne? So, feuern wir hier den Ofen wieder an. Machen uns gleich noch ein paar Spitzen. Ey, da würden so viele gehen, aber so viel brauchen wir nicht. Komm, 300. Dann verbrauchen wir 600 Eisen. Ah, das sieht nicht mehr so gut aus. Aber warte mal, wir haben noch was auf der Tasche, oder nicht? Hab ich kein Eisen mehr? Da oben, falsch abgelegt. Dann kommst du wieder rüber. Du kommst auch rein. So, laufen wir mal zur Zombie-Falle. Ich muss mal gucken, ob ich hier auf der Straße noch aufpassen muss. Da habe ich doch Minen hingelegt. Ob hier noch irgendwo eine rumliegt. Ein Wolf. Da haben wir gleich neues Fleisch. Da ist doch so verflucht dunkel. Mal Funzel an hier. Ja, ein paar Holzpiken werden wir dann auch noch brauchen. Braucht hier überhaupt so viele Piken? Ich meine, ich habe immerhin 35 auf Tash. Ah ja, hier geht's auf jeden Fall noch rein. Ja, würde ich sagen, dann legen wir hier schon mal aus. Ja, ich hab's mir fast gedacht.
Das ist immer so ätzend. Der, warte mal, da noch eine hin. Da eine hin. Ey, ganz ehrlich, ich will da auch zwei haben. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber naja, hacken wir hier mal den Beton weg. Ab und zu muss man halt mal schwer ackern hier. Der Verschnaufer ist mal kurz. Aha, Eisendartmunition muss ich auch wieder jede Menge machen. Er hat noch 75. Der ist komplett leer. Der hat nur 140. So, jetzt geht's aber hier weiter. So, 46. Tag ist jetzt. 49. geht's wieder rund. Das heißt, wir können gleich nochmal locker 2 Tage wegeiern. Juhu! So, haben wir doch auch mal noch 2 Eisenpiken. Aha, genau, hier war auch alles weg. Eieiei, genau, hier war richtig viel noch weg. Da habe ich überall schon gemacht. Ja, da muss ich ja dann noch Mauer ersetzen. Da würde ich mal sagen, lassen wir uns hier noch einen kleinen Durchgang. Okay, da kann schon eine hin. Da kommen wir noch durch. Und sag mal. Höre ich das da gerade richtig? Da ist noch der Generator an. Oh, und Zombies. So, wieder erstmal zu dir. Die sind nämlich alle voll. Ah ja, aber der hat kaum Sprit verloren, also übel. Also, das ist schon echt nice. Na komm, ich würde mal sagen, wir machen den ganzen Sleeper mal einmal zwischendurch weg. Da ist keiner. Da
Da war doch sonst auch immer einer. Was macht unser Safe? Der ist noch leer. Da waren hier, glaube ich, immer noch Sleeper, ne? Tja, das hier scheint wieder safe zu sein. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns mal ein paar Blöcke. Durstig ist er. Genau, mal kurz beim Beet gucken. Der ist nämlich alles fitsch. Also das hier beim Mais ist schon mal wieder definitiv ein Pflänzchen. So, lass mal glotzen. Nee, warte mal. Da rein. So, Pilze. Okay, haben wir erst drei. Mais. Wow. Warte mal, vier können wir ablegen. Ey, was? Nein. Kartoffel. Jawohl, da können wir zwei machen. Der ist sehr schön. Ja, warte mal, ich brauchte das, glaube ich. Nee. Ich muss aber glotzen. Ach so, nee, man brauchte nur die. Das ist ja schon mal nice. So. Zwei davon. Acht davon. Das ist super. So, und die, genau, die war mit verrottendem Fleisch und mit Lehm. Lehm, den mache ich gerade komplett weg, oder? Ah ne, hier haben wir noch Lehm. Die trat noch. Ah, da war zum Glück auch noch ein bisschen was auf Tash. Komm, wir machen gleich mal 8. So, erst wieder weg. Ah ja, ganze Lehm weg. Der Piken. Ne, warte mal, Baumaterial war da, ne? Ah, hätte ich auch noch 5 gehabt. Ein Block haben wir nur noch. Wir haben auch noch Pflastersteine. Da haben wir 10. Dann nehmen wir noch mal ganz kurz den Hammer mit. Zwei Stück ist fertig. Na komm, ein paar Felder waren noch frei. Nehmen wir erstmal 3 mit. Ich hoffe mal, dass sie sich jetzt nicht wieder auflösen.
So, warte mal, dann ballern wir da erstmal drei Beete hin. So, das Beet fängt langsam an zu wachsen. Ach komm, können wir noch mal schnell rüberlaufen. Scheiß aufs Motorrad. Minibike? Das Motorrad haben wir ja noch gar nicht. Da. So, wir brauchen hier mal Blöcke. Dich und dich. Bisschen was zu reparieren hier. Hier war doch eben noch was da. Der scheint jetzt aber alles gut zu sein. Da gibt es noch was zu reparieren. Kein Eisen mit. Warte mal. Der noch. Nicht, dass sie das Dach einstürzt. Alles von den Bullen, ey, die explodiert sind. Ich würde mal sagen, da knallen wir nochmal einen Block rein. Siehe, siehe. Ach so, ja, bin ich blöd. Aber das mache ich erst beim nächsten Mal. Ich hole jetzt nicht extra die Pik wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich glaube, wir haben noch genau 8, ne? Das ist ja wunderbar. So, jetzt eiern wir nochmal zurück und bringen die Munition auf den Weg für die Dart Traps. Und dann machen wir es hier wieder vom Acker. Mann, ey, ich und mein Springen, ey. So, Eisendart, Munition, was würde denn hier gehen? Boah, nur 1080, das ist natürlich ein bisschen wenig. Wir müssen unbedingt noch Eisen besorgen. Dann müssen wir einfach ein bisschen früher zurückkommen. Dann bauen wir erstmal 1000. Scheiße, ganze Eisen weg. So ein Mist. Naja, hier 505 noch. Da kommt die Schmelze aber gleich mit ein. Kannst hier ruhig noch mal eine halbe Stunde laufen. So. Jetzt würde ich ja gerne mal dieses Lachsgericht machen. Weil ich das noch nicht hatte. Nee. Was brauchte man denn da noch? Da, Fischtacos waren das, ne? Maismehl noch zweimal.
Also bräuchten wir das viermal und ich wollte es nicht sagen. Da haben wir genau. Das war einer reicht, ne? Ja. So, das warten wir noch ab. So, müssen wir noch irgendwas ablegen. Ja, genau. Diesen scheiß Hammer nehmen wir nicht mit. Da packen wir uns das Messer hin, falls wir was zum Jagen haben. 114, 9 mm. Ja, ich denke mal, Munition, das müsste reichen. Die sind doch schon alle fertig. Packen wir erstmal hier mit rein. Beschwerter Kopfmod. Aha. Denn der Knüppel hier schon alle Bonus. Ja, er hat schon zwei. Das mit der Ausdauer, das ist eigentlich ganz gut. Ja, und den Stacheldrahtmod mache ich natürlich auch nicht weg. Naja, so. Da sind unsere Fischtacos. Ah, aber die geben auch Lebensmittelvergiftung. Ganz ehrlich, ey, da ich noch hier 8 Dosen habe, da sind auch noch Dosen. Das Bunkermonster. Ja, und für diese richtigen Gerichte muss ich noch deutlich mehr Pilze und Kartoffeln haben, ne? Wo waren die denn? Da, Steak mit Kartoffeln. Ja. Okay, Tierfett. Da brauche ich jetzt kein Mais zu. Aber hier, oder? Ja, genau. Wildbret. Ich weiß nicht, ob es immer noch das Beste ist, aber früher war das das absolut beste Essen, was man essen konnte. Da hat man so viel Energie bekommen. Ja, ich überlege gerade noch ein bisschen. Nö, ich glaube, alles gut. Noch einen anderen Trader finden wäre natürlich auch nicht schlecht. Weil, wenn ich da immer zum Verkaufen fahre, der ist ja dann irgendwann voll. Dann nimmt er gewisse Sachen nicht mehr. So, da würde noch eine Straße nach unten gehen in dem anderen Dorf. Da geht's ins verkackte Hundegebiet. Ja, genau, hier fing ja auch irgendwie ein Dorf an, so neben dieser Riesenstadt. Sprithammer? Ja gut, wir könnten mal ein bisschen was futtern und dann nehmen wir natürlich nicht unseren Proviant, sondern von hier. So, da konnte man nichts draus machen. Futtern. Thunfisch ging, glaube ich, auch nichts. Und die hauen wir uns auch noch rein. So. Trinken 6. Ein bisschen was werden wir sicherlich noch finden. Ich gehe jetzt mal das Risiko ein. 4 waren das, glaube ich, ne? Und machen wir mal ein Fleisch. Kochen. Wenn ich mir jetzt bei diesem einen Stück den Magen verderbe, ey, da bin ich natürlich sehr ungehalten, sag ich mal so. Das habe ich auch noch nie gehört, dass man sich so oft den Magen an Fleisch verdirbt. Aber sehr gut, das ging gut. Und Abflug. Da, auch nichts mehr drin. So, da geht die Tour wieder los.
Da müsste gleich die Straße nach Süden sein. Ey, na Zombie. Da war ein Rocker. Dad, gucken wir doch mal, ob was im Auto drin ist. Naja, zumindest was, um Eisen zu bekommen. Das ist, glaube ich, nicht mehr lootbar, ne? Das ist noch schon zu kaputt. Das aber schon. Naja, 5 Kröten. Aha, wieder so ein scheiß Geier. Bisschen weg. Runter. Und da bist du weg. Da wäre wieder Eisen gewesen. Oh, jede Menge Autos. Boah, was war das eben im Bild? Ob ich so kleber? Komm, ich bin faul. Fahr ein Stück weiter. Was ich mich frage, ist, ob es diese großen Bibliotheken noch gibt, wo es dann so ganz viele Bücher gibt. Weil die waren zum Looten immer sehr, sehr nice. Weil, naja, wenn ihr das hier ein bisschen länger verfolgt, ihr wisst es dann sicherlich, ich brauche unbedingt ein Crucible, um endlich Stahl machen zu können. Na, scheiße, ich wusste es doch, die kann man nicht looten. Aber da. Denn... Also ganz ehrlich, ich liebe diese Blade Traps und die, da braucht man leider Stahl für. Denn ich finde, damit kann man einfach sich die coolsten Zombie-Fallen überhaupt bauen. Boah, schon mal zerlegen, zerlegen, zerlegen. Komm, Nägel brauche ich auch nicht. Also ist voll. Maul Zombie, keine Zeit. Da kommt schon wieder die nächste Pussy. Du ist der Kopf weg, ne? Das ist manchmal so. Aber warte mal. Da kriegt man ja meistens so einige wieder. Zumindest einen. Ah, was kommt denn da? Der nächste Dorf? Oder ist es wieder eine riesige Stadt? Wir wissen es noch nicht. Da ist auf jeden Fall wieder so ein Militärlager oder ein Lazarett. Oh, da hinten ist ein großes Gebäude. Das ist bestimmt eine Stadt. Dann erkunden wir hier doch nochmal. Nee, ich dachte, das wäre ein Turm von so einem Militärlager, aber es war nur ein Wasserturm. Alter. Ah, hier ist noch so ein Bunker? Alter, das scheint hier wieder was Größeres zu sein.
Vielleicht gibt es ja hier einen Werkzeugladen, das wäre so toll. Da kommen wir da mit dem Schwung ein bisschen schneller hoch. Natürlich nicht. Da kommen wir gar nicht hoch. Geil. Was für ein Scheiß. Aha, da links geht es noch ein bisschen weiter. Oh ja, man sieht schon, wie lange da hinten noch Häuser kommen. Wir haben hier wieder was Großes entdeckt. Boom. Wenn da mal nicht Militärlager war mit Minen. Boah, dieses Lazarett. Mit jedem. Alter, da lag aber deutlich mehr Minen wie in dem letzten Lazarett bei uns im Dorf, glaube ich. Boah, ey, da geht's auch überall noch weiter. Oh, das Wolf. Hallo. Mich jetzt ja gleich mal interessieren würde, wie schnell die sind. Ist er immer noch hinter mir? Nö. Paar läppische Gläser. Da, da scheint das Ende zu kommen. Kann man schon auf der Karte irgendwas erkennen? Also ja, das ist ja krass. Dann ist wahrscheinlich neben dieser riesigen Stadt gleich die nächste riesige Stadt. Nicht schlecht. So, aber das soll es mit dieser Folge hier gewesen sein. Wir machen dann genau hier in der nächsten Folge weiter. Und ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.